Ja, Dr. Markus Krall und seine saugefährliche Ideologie ist ja nochmal tausendfach aktueller geworden, weil ja mit Friedrich Merz als potenzieller Kanzlerkandidat der CDU ein Verwandter im Geiste mit einer ähnlich gefährlichen Ideologie ja in den Mittelpunkt gerückt ist und Dr. Hans-Georg Maaßen und Professor Max Otte generell die Werteunion, ja, zwar vieles Richtige sagen und vieles Richtige denken, aber leider bei der Thematik soziale Marktwirtschaft und Kapitalismus und freie soziale Marktwirtschaft total abergläubisch sind. Abergläubisch sage ich deswegen, weil Dr. Markus Krall in einem Video, das ich jetzt bekommen habe hier im Internet, auch sagt, hier Keynes, also wie heißt der John Maynard Keynes, glaube ich, warten Sie, wo ist das? Keynesianismus, ja. John Maynard Keynes oder Keynes oder Keynes, ja, Keynesianismus, ne? Ja, der hat sozusagen, da sagt Dr. Markus Krall, dieser Keynes mit seiner nachfrageorientierten Volkswirtschaftslehre, das sei Aberglaube. Das gibt also Teil damit, also quasi so indirekt oder meint er jedenfalls. Aber er erkennt eben nicht, dass Hayek, Mises, die gesamte österreichische Schule der Volkswirtschaftslehre oder der Ökonomie, und er selber eben auch Aberglauben verbreiten, ja? Hier nochmal, also hier bei der Marktsituation, ja? Keynes mit seiner Nachfrage, der würde jetzt, was weiß ich, die Nachfrage ankurbeln und dann ist wieder alles gut und so weiter. Und Krall würde den und die anderen würden den freien Markt ankurbeln, dann ist wieder alles gut und so weiter. Und Pustekuchen, nix ist gut, ne? Nix und gar nichts ist gut, denn wir haben diese wahnsinnige Paradoxie in der sozialen Marktwirtschaft, dass sozusagen, ja, eigentlich derjenige, der es gut meint und dann auch Gutes tut, der muss seinen Laden, spätestens hier nach 3 Generationen, muss sein Laden geschlossen werden, weil er auskonkurriert wird von denen, die es gut meinen, aber aufgrund von Irrtümern es schlecht tun. Also die es gut mit uns meinen, aber uns Schlechtes antun, verdienen in der sozialen Marktwirtschaft paradoxerweise immer viel mehr. Und breiten sich aus, weil sie viel mehr Kinder ernähren können und vermehren sich und tragen damit auch ihre gewinnbringenden Irrtümer mit raus. Also gleich ein Beispiel, aber ich fasse die Formel nochmal zusammen. In der sozialen Marktwirtschaft, im Kapitalismus, es ist immer so, dass der Mensch mit Irrtümern belohnt wird. Und der Mensch mit Wahrheiten bestraft wird wirtschaftlich, ja? Und zwar mit dem wirtschaftlichen Aussterben oder mit dem wirtschaftlichen Ruin oder aus. Also, wer wird belohnt? Das ist die Schlüsselfrage. Nicht Nachfrage oder freier Markt und Befreiung des Marktes und so weiter, sondern die Schlüsselfrage ist, wird belohnt der Mensch mit Wahrheit im Kopf, der es nicht nur gut meint mit uns, sondern aufgrund seiner Wahrheiten es auch mit uns gut tun kann, also uns wirklich dienen kann, unserer Gesundheit, unserer Langlebigkeit und unserem Lebensglück dienen kann, oder verdient der mehr, der uns sozusagen der
wird der belohnt, der Mensch mit den Irrtümern, der es zwar auch mit uns gut meint, aber aufgrund seiner Irrtümer sozusagen viel mehr Erfolg hat. Und diese Schlüsselfrage ist ja auch für unsere Milliardärskönige hier die entscheidende und alles entscheidende Schlüsselfrage. Ja? Also wer wird denn belohnt? Sind etwa, als mit jeder Milliardärskönig muss ich ja fragen, sind die über 2000 anderen Milliardäre, schaden die mir alle? Und schade ich ihnen? Wenn ja, dann ist ja das ganze System verrückt. Dann machen wir ja alles verkehrt und schaden uns ja alle gegenseitig kaputt. Und genau so ist es leider auch. Und das ist ja die Schlüsselfrage auch für die Milliardärskönige. Wenn ich doch schon so viel Erfolg habe, dann will ich doch auch ein sehr langes, sehr, sehr gesundes und sehr glückliches Leben haben. Und das ist unmöglich, weil die anderen über 2000 Milliardärskönige ja das Leben dieses einen Milliardärskönigs so gut ruinieren, wie sie nur können, weil nur so Profit machbar ist, ja, in der sozialen Marktwirtschaft, im Kapitalismus, ja. Also jetzt das Beispiel, das ich eben versprochen habe, dass ich habe vielleicht jetzt für Leute, die noch nicht die anderen 350 Videos gesehen haben, in Rätseln gesprochen. Also um es nochmal ganz kurz zu erklären. Hier ist der Händler, der zum Beispiel sagt hier, ich liefere den Menschen nur naturbelassene Nahrung, Naturgemüse, Naturfrüchte und so, was so richtig gesund ist und was genetisch zu ihnen ideal passt. Der trägt die Wahrheit im Kopf, er meint es gut und er hat die dazugehörigen richtigen Wahrheiten und der tut uns Gutes. Der geht aber pleite. Warum geht er pleite? Weil er in einem Wettbewerb steht. Er steht in einem Wettbewerb und hier ist einer, der meint es auch mit uns gut, aber der trägt die Irrtümer im Kopf. Und der glaubt nämlich, dass mit Billigstreckmitteln, die kaum was kosten sozusagen, mit Billigschrott, mit Billigstreckmitteln wie übermäßig viel Zucker in den Fertiggerichten, zu viel Salz in den Fertiggerichten, zu viel Transfette und alles, zu viel Konservierungsstoffe, zu viel Pestizide, zu viel Fungizide, zu viel Glyphosat in seinen Produkten, schon beim Anbau, ja, und Konservierungsstoffe, Farbstoffe, was alle möglichen, Geschmacksverstärker, Chemikalien aller Art und so weiter. Der glaubt, dass das einfach gesundheitlich völlig unbedenklich sei und völlig harmlos sei. Der meint es also gut mit uns, ist aber voll von Irrtümern. Dadurch spart er unheimlich viel Kosten ein, verglichen mit dem, weil er uns ja eigentlich nur noch billigen Chemie-Industrieschrott sozusagen verkauft. Da hat er eine riesige Gewinnspanne. Beispiel noch einmal, für diesen Billig-Industrieschrott, da ist die Gewinnspanne etwa bei 18% und hier liegt sie nur bei 4-5%, ja. Und das, dabei ist es 4-5% schon bei gespritztem Gemüse, ja, bei wirklich sauberem Gemüse, also echten, naturbelassenen Gemüse und Obst wäre die Gewinnspanne wahrscheinlich bei 2% oder so, ja. Was wir gar nicht haben auf dem Markt, aber da wäre es dann 2% vielleicht. Und hier sind es 18% Gewinnspanne, also die neunfache. Und mit diesem neunfachen Einnahmen kann er also neunmal so viel Werbung schalten wie der hier. Und es ist doch klar, dass er den durch blendende Werbung und manipulative und blendende Werbung auskonkurriert. Also der Schlechte konkurriert den Guten aus und bringt ihn dazu, seinen Laden schließen zu müssen. Der ist weg. Und übrig bleibt ein Wettbewerb unter den Schlechten. Und der Schlechteste wird der Erfolgreichste. Jetzt ist doch hoffentlich deutlich geworden, warum Krall so gefährlich ist. Dr. Markus Krall ist deswegen so gefährlich, weil er den Markt noch mehr entfesseln will und damit sozusagen dem Schlechten noch mehr Raum geben will, den Irrtümern noch mehr Raum geben will, all dem Tödlichen. Ich mache es nochmal ganz krass hier. Liebe Milliardärskönige, bitte nochmal aufgepasst hier, ja? Bitte nochmal besonders zuhören, ja? Also hier,
Dieser Händler meint es mit uns gut, haben wir gesagt, und er befindet sich im Besitz von Wahrheiten. Und er sagt, ach, ihr Milliardärskönige, ihr müsst auch, ihr müsst in, wie wir alle früher in der Natur gelebt haben, vor der Erfindung der kapitalistischen Vorläufer und der Vorläufer der sozialen Marktwirtschaft, haben wir alle so glücklich in so liebevollen Kommunen gelebt. Und da bist du als Milliardärskönig, da musst du mal hin, das ist das wahre paradiesische Leben. So musst du leben, wenn du richtig glücklich werden willst, denn das ist offensichtlich unsere genetische Natur und so weiter. Der verbreitet diese in seinen Werbungen und so weiter, solche Botschaften, ja. Und da sagt der Milliardärskönig, danke für die Information und so weiter. Und kauft auch ab und zu ein paar Produkte hier. Aber was passiert hier? Dieser Händler sagt, ach, lieber Milliardärskönig, hier, kaufe meine Sachen hier, McDonald's und Zucker und Salz und Fertiggerichte und ach ja, total billig hergestellt, aber total hochwertig, total billig hergestellt, mit den billigsten Chemikalien der Erde zusammengekleistert, aber total hochwertig, und der glaubt wirklich seine Irrtümer und so weiter. Ja, und der glaubt auch daran, und jetzt glaubt er auch daran, nee, ach, dieses Schmusen, Kommune und so, ah, scheiße Sex und so, ah, eklig, widerlich, unkeusch und unmoralisch, ah, schlecht, so, weg damit, weg, pfui, ja, also so viel Sex und so, widerlich, ja, und so weiter, ja, und der glaubt das wirklich, und dadurch werden die Wirkung seiner Werbemilliarden auf die Menschheit wird entsprechend in diese Richtung manipulativ sein und alles beeinflussen um sein Riesenhandelsimperium herum, ja. Und dann werden die Menschen dort werden einfach sagen, okay, also oh, ich sehe, Sex und Liebe sind out, also da sollte ich mich sehr spröde zeigen und sollte sehr sparsam damit sein und so weiter. Und dann, ja, und diese Menschen erleiden dann einen Glückshormonmangel, einen sogenannten Endorphinmangel, und kaufen diesem Händler wahnsinnig viel Produkte ab. Sie werden schlicht und einfach konsumsüchtig, kaufsüchtig, esssüchtig, zigarettensüchtig, alkoholsüchtig, süßigkeitensüchtig, also konsumsüchtig, kaufsüchtig, esssüchtig und so weiter. Und dadurch verdient der wahnsinnig viel Geld, kann werbemäßig den hier zum Aussterben bringen, zum Auskonkurrieren, sodass der dann dem Milliardärskönig gar nichts mehr erzählen kann, gar nicht mehr die Werbemacht hat, dem Milliardärskönig irgendwas von der wahren Natur des Menschen und der glücklichen Paradies zu erzählen. Diese Erzählung verschwindet, dieses Narrativ verschwindet aus der Welt, und übrig bleibt das Irrtumsnarrativ, nämlich dass Liebe und Sex und so weiter, alles, was eigentlich Menschen von Natur aus, das größte Glück für Menschen, dass das eigentlich eklig, widerwärtig, unschicklich und unmoralisch und unkeusch und so weiter sei und so weiter. Und ja, das macht den großen Gewinn. Und diese Lebenszerstörung, und davon gibt es noch tausende andere Beispiele, könnte ich jetzt aufzeigen, wie unser Leben zerstört wird und warum wir alle schon anstatt mit 127 gesund zu sterben, sterben wir kränklich, sind wir schon kränklich ab 47, also 80 Jahre früher werden wir schon kränklich durch die soziale Marktwirtschaft, und die ist die einzige Ursache dafür. Die soziale Marktwirtschaft ist die Ursache, die Ursache allen Übels. Die soziale Marktwirtschaft ist der Öffner der Büchse der Pandora gewesen, ne? Und
Das Füllhorn des Elends wurde über uns ausgeschüttet. Also wie gesagt, statt 127 sind wir schon mit 47 kränklich. Schon mit 87 sind wir tot, Tendenz Richtung 77 gehend. Das heißt, wir sterben im Moment wieder immer früher, weil die soziale Marktwirtschaft eben immer, weil die Ideologie, dass Dr. Krall ja in den letzten Jahren durchaus immer mehr um sich gegriffen hat, und deswegen sterben die Menschen jetzt natürlich noch mal deutlich früher als vor einigen Jahren, ja, und das weltweit ist die Tendenz zu sehen, und das heißt also, wir sterben 40 Jahre zu früh, wir werden 80 Jahre zu früh kränklich, und wir sind eine Welt der Volkskrankheit, Depression und der Selbstmorde und der Tote durch Medizin und so weiter. Also die gesamte, also es ist quasi wirklich so, dass also jetzt nochmal zurückkommend auf den Aberglauben von John Maynard Keynes, natürlich ist dessen Konzept abergläubisch wie alle anderen dieser pseudowissenschaftlichen Volkswirtschaftskonzepte, aber eben Kralls Konzept ist das Schlimmste von allen, ja, weil es eben nochmal ganz naiv diesen freien Markt, der so gefährlich ist, verherrlicht. Ja, und ganz kurz die Lösung nur angedeutet, also was heißt die Lösung, nur über die, dass man, es gibt die zweiten Scientists for Future 2 haben ganz viele Lösungen, aber so ein Lösungsvorschlag macht klar, in welche Richtung die Lösung ist. Also diese ganze Paradoxie der sozialen Marktwirtschaft muss umgedreht werden, und das geht einfach quasi die Einführung der Wohlfühlnoten-Wahlstimme gekoppelt mit den Gesundheitsdaten würde die ganze Welt umdrehen, würde also das ganze Übel umdrehen ins Positive, eben auch für unsere Milliardärskönige. Ja, also quasi, wenn meine Wohlfühlnoten und meine Gesundheitsdaten über die Verdienstzuschläge aller Wirtschaftsbereiche entscheiden, dann wird es so sein, dass derjenige, der es gut meint, aber voll ist von Irrtümern, der wird ja faktisch dann, da er mir ja Schlechtes tut, weil er ja nur meint, Gutes zu tun, weil er aber faktisch glaubt er an Irrtümer, und aufgrund der Irrtümer tut er Schlechtes. Und dieses Schlechte führt dazu, dass meine Wohlfühlnoten schlechter ausfallen und ich auch häufiger operiert werden muss, als bei meiner familiären Vorgeschichte zu erwarten gewesen wäre, statistisch. Ja? Und dadurch wird er in Zukunft derjenige sein, der seinen Laden schließen muss, der wird auskonkurriert, während derjenige, der sozusagen es gut meint, aber auch gleichzeitig an Wahrheiten glaubt, derjenige sozusagen wird jetzt den Riesenerfolg haben, weil er es sozusagen eher signifikant vom Statistischen Bundes- und Wahlamt Wiesbaden gemessen, also unserem Bundeswahlleiter letztendlich gemessen, meine Wohlfühlnoten systematisch verbessert oder dazu beiträgt, dass meine Wohlfühlnoten mit ein kleines Stück beiträgt dazu, dass meine Wohlfühlnoten verbessert werden und ich seltener operiert werden muss, als statistisch zu erwarten gewesen wäre bei meiner familiären Vorgeschichte. Ja, und so kann man jetzt ganz klar sagen, hier, das würde alles umdrehen. Derjenige, der unser Leben verlängert, glücklicher macht und gesünder macht, würde richtig erfolgreich werden, würde viele Kinder ernähren. Die Kinder würden von ihm die gleichen Gedanken lernen, die gleichen Wahrheitsgedanken, und dann wäre die neue Gesellschaftsordnung wäre eine Gesellschaftsordnung der Wahrheit und der Gesundheit und des Glückes und der Langlebigkeit. Und damit wäre das Problem gelöst. So, weiter geht's. Das Bild gefällt mir jetzt aber nicht. Dann machen wir mal was Schönes hier. Ne? So, Markt.
Ich mache noch mal als ein Beispiel dafür, wie verrückt das Ganze ist. Wir haben ja so viele Organisationen, die so denken, dass sie es gut meinen. Ich mache mal das Beispiel aus dem Fernsehen. Ja? Da wurde ein Film gezeigt, dass eine sogenannte Hilfsorganisation, eine sogenannte karitative, wahrscheinlich irgendwie NGO, Non-Governmental Organization und so weiter, dass die sozusagen hier, dass die sich auch einfach zwar wahrscheinlich denken, dass sie Gutes tun würden, aber faktisch sich dem Kapitalismus angepasst haben. Ja? Faktisch ist es so, dass diese Organisation, also hier haben wir wieder die Organisation, die karitative Organisation. Ich sehe auf der Straße immer diese vielen Leute, die Spenden abzocken bei den Bürgern, wo ich auch denke, wahrscheinlich die glauben, dass sie Gutes tun würden. Am Ende bereichern sie nur irgendein paar Geschäftsführer und bei denen angeblich geholfen werden soll, kommt wahrscheinlich gar nichts an, ne? Oder fast nichts an oder nur alibimäßig. Also dieser Filmbericht hat das ganz offen gelegt, dieser Fernsehbericht im öffentlichen rechtlichen Fernsehen. Hat das ganz offen gelegt. Also hier hätten wir jetzt die Organisation, die es nicht nur gut meint, sondern aufgrund ihrer wahrheitsgemäßen Gedankensysteme auch gut tut. Gutes tut. Ja? Die geht unter den Bedingungen des Kapitalismus pleite. Warum? Weil in Konkurrenz dazu stehen die Organisationen, die es auch gut meinen und sagen, ja, wir sind karitativ und wollen alles nur, wir wollen ja nur den Menschen helfen und so weiter. Niemals uns selber, wir wollen ja nur den anderen Menschen helfen. Wir sind ja nächstenliebende Karitative, ja. Und dann zeigt es sich, dass diese hier, dass die sogar Kinder aus glücklichen Familien herausnehmen aktiv, ja, also quasi riesiges Leid den Kindern und den Eltern zufügen, indem sie die Kinder rausnehmen, dann werden die Kinder als hilfsbedürftig dargestellt und junge Leute, die bereit sind, Geld auszugeben, werden abgezockt, Geld auszugeben dafür, dass sie die Illusion bekommen, sie würden jetzt in der dritten Welt armen Kindern helfen, armen Waisenkindern helfen. Ja? Die betreuen dann diese Kinder und dürfen nicht erfahren, dass die Kinder aktiv den Eltern, die aus einer glücklichen Familie entrissen wurden, nur damit die jungen Leute weiter abgezockt werden können und Geld und irgendwelche Geschäftsführer stecken sich diese Gelder in die Taschen und es wird also sozusagen, es kommt nicht nur wenig bei den Hilfsbedürftigen an, sondern es wird sogar Not erzeugt, damit man einen Vorwand hat, sozusagen andere Menschen aus der ersten Welt abzocken zu können und ihnen die Illusion zu geben, sie würden jetzt arme Waisenkinder betreuen, die sonst niemanden hätten. Und in Wirklichkeit sind die Kinder nur deswegen so unglücklich und traurig, weil man sie aus einer glücklichen Familie mit ihren Eltern entrissen hat, aktiv sozusagen, nur um diese Abzockemasche laufen lassen zu können. Und ich glaube, das ist der wahre Kern aller karitativen Organisationen in der sozialen Marktwirtschaft, im Kapitalismus. Überleben tun immer die, ich habe es ja auch bei Greenpeace schon ganz oft diesen Verdacht geäußert und so weiter, bei Foodwatch und so weiter. Immer die Organisationen, die so tun, als ob sie uns Gutes tun würden, aber in Wirklichkeit eigentlich alles dafür tun, um zu bewirken, dass die Missstände entweder sogar größer werden oder erhalten werden. Und in dem Fall, das Beispiel aus dem Fernsehen zeigt ja, dass die Missstände sogar aktiv vergrößert werden, um noch mehr Geld abzocken zu können, damit am Ende noch mehr Geld in den Taschen der Händler landet, sozusagen. Ja? Und das ist der Hammer, ne?
Ja, also das bedeutet also, gehen wir davon aus, dass alle karitativen Organisationen der Welt, alle diese Gutmenschentum-Organisationen tatsächlich sogar teilweise aktive Schäden anrichten, nur damit sie als die Geschäftsführer davon noch mehr abkassieren können. Ja? Und das heißt, die unter der Konkurrenz der Gutmenschenorganisation werden die am stärksten und am auffälligsten und von den Medien am meisten beachtet und kriegen dann auch die größten Spendengelder, weil sie eben am bekanntesten werden, sind die, die schmutzigen Geschäfte machen, die sind die Großen und die verdrängen die Kleinen, die es echt, die es nicht nur gut meinen, sondern aufgrund ihrer wahrheitsgemäßen Gedanken auch Gutes tun, ja? So, jetzt geht's gleich weiter im nächsten Video. Die Videos gehören also zusammen. So, jetzt sind wir im zweiten Video von dieser Nummer. Also schaut auch das erste Video auf jeden Fall. Die gehören zusammen, die beiden, ja? So, dann, ich hatte gerade erklärt, wie wir solange die soziale Marktwirtschaft beziehungsweise dieser bösartige Raubtierkapitalismus existiert, müssen wir davon ausgehen, dass sogar jede sogenannte karitative oder menschenfreundliche oder gutmenschliche Organisation sogar so weit geht, wie ich bei dem Fernsehbeispiel gerade im ersten Teil hier aufgezeigt habe, dass bei dieser Fernsehsendung quasi im öffentlich-rechtlichen Fernsehen der Beweis geliefert wurde, dass diese gutmenschliche Hilfsorganisation sogar Kinder aktiv unglücklich gemacht hat, um dann Kunden der ersten Welt abzocken zu können und denen Geld aus der Tasche zu leiern für diese Kinder und so weiter. Aber die Ursache des Leidens der Kinder war diese Gutmenschenorganisation. Also das heißt, die Paradoxie geht sogar so weit, und deswegen ist ja Dr. Markus Krall so schrecklich gefährlich, weil er quasi denkt, dass unter Bedingungen des Marktes und des freien Marktes und das wirklich alles das Gute nach oben kommen würde. Und hier haben wir ja die Beweisführung letztendlich, dass immer nur das Böse und Schlechte nach oben kommt. Ja, dass das, was hier so schön aussieht, wahrscheinlich hier mit aller Wahrscheinlichkeit voll ist. Mir ist Glyphosat, mit Pestiziden, Fungiziden, dass das Ganze gespritzt ist mit Chemiegiften von oben bis unten, dass es verzüchtet ist, dass es ge mit Gentechnik verändert ist und so weiter und möglicherweise nicht mehr zu unserem eigenen Genbestand passt und so weiter. Es sieht toll aus und so weiter, aber die freie soziale Marktwirtschaft erzeugt nicht tolle Produkte, sondern erzeugt giftige Substanzen. Und ich habe ja gerade vorhin ein Video über Robert Franz gemacht. Also es scheint nicht so zu sein, dass wir jetzt alle, wenn wir das Ganze hier essen, wenigstens hier den Gemüse- und Obstbereich essen, dass wir dann alle riesige Mängel an einzelnen Stoffen haben. Ich glaube, die größte Gefahr ist tatsächlich, dass wir eher hier zum Beispiel durch die Verzüchtung zu viel Zucker in den Sachen haben, ja, und dadurch zu hohe Zuckeranflutungen im Körper ankommen, weil wir sind auf Gemüse und Obst eigentlich genetisch geeicht, das nicht so hohe Zuckergehalte hat zum Beispiel. Oder ich könnte mir vorstellen, dass das entscheidende Schädliche hier wirklich diese Unmenge an Chemiegiften ist, die uns alle vergiften, dass das uns eigentlich so die größte Gefahr für uns da ist. Und das sieht alles so schön aus und glitzert. Aber kein Mensch weiß, was für eine Chemiefabrik in jeder einzelnen Frucht, in jeder einzelnen Pflanze steckt und so weiter. Ja, und das ist der freie Markt, den uns Dr. Markus Krall noch schlimmer auf den Hals setzen will. Im Prinzip will er ja, dass hier am Ende will er ja, dass eigentlich gar nichts mehr kontrolliert wird. Denn freier Markt würde ja bedeuten, dass man das einfach so, dass man ja, wenn man naiverweise davon ausgeht, dass im Markt sich der mit den guten Produkten durchsetzen würde,
Das verkennt völlig die Tatsache, dass derjenige, der in dem Irrtum ist, dass diese ganzen Spritzmittel und dieser ganze Chemiecocktail, der sogar in Obst und Gemüse drin ist, ja, dass der harmlos wäre, dass der natürlich deswegen mehr Gewinn macht, weil durch das Spritzen auf den Feldern können ja die Produkte, können größere Mengen billigst geerntet werden. Und die Schäden hat ja nur der Kunde sozusagen, der das Ganze dann isst, der wird ja dann krank davon oder seine Gesundheit wird reduziert und sein Immunsystem wird geschwächt und dann wird er anfälliger für den Coronavirus und so weiter, ja, für das Coronavirus und so weiter. Und ja, also von daher ist also quasi der große Irrtum von Dr. Markus Kralja, dass wenn man gar nicht mehr kontrolliert und gar nicht mehr reguliert, er will ja auch die ganzen Gesetze abschaffen und so weiter und so weiter, dass es dann sich der gute Händler durchsetzen würde. In Wirklichkeit ist es aber so, dass derjenige, der es gut mit uns meint und der auch wahrheitsgemäß sich Sorgen macht über die vielen Pestizide und uns deswegen völlig giftstofffreie Nahrung liefert, dass der aber einfach nicht, bei dem sind die Waren hochpreisig, die Leute kaufen nicht bei ihm, hat keinen großen Werbevolumen, er hat keinen großen Werbeetat, er kann nicht viel machen. Und der andere, der also quasi dessen Gemüse und Obst nur scheinbar gut ist, sondern überzuckert ist und ein voll ist von einem Chemiecocktail der gefährlichsten Gifte aller Zeiten ist, ja, der kriegt das Zeug kriegt dann natürlich in Massen billigst geliefert, ja, sozusagen in Massen kann er das ganz billig bekommen und dann glitzert das schön und so weiter, weil ja auch alle Insekten rundum sofort tot umgefallen sind wegen der Masse an Giften, ja, und deswegen sehen die auch alle schön aus, die Früchte und so weiter, alles ohne Insektenbefall, weil eben alles von einer Wolke tödlichen Giftes umgeben ist, sozusagen, ja. Und wir kaufen das dann, die Menschen lassen sich davon blenden, wir lassen uns alle davon blenden, weil wir es eben nicht wissen, wir können es nicht wissen. Und dadurch ist es immer so, dass immer der Händler, der es zwar gut meint, aber dessen Kopf voll ist von gewinnbringenden Irrtümern, das ist derjenige, der in der freien sozialen Marktwirtschaft viele Kinder ernähren kann, eine ganze Handelsdynastie begründen kann und der reich wird und erfolgreich wird. Und es ist eben nicht der gute Händler, der sich bei einem freien, unregulierten Markt durchsetzt, sondern es ist eben eher der, der zwar meint, gut zu sein, aber eigentlich ein Teufel ist in seiner Wirkung auf uns. Und der, der es wirklich gut meint, der stirbt aus unter Bedingungen des freien Marktes. Und deswegen, ich habe ja vorhin schon die Lösung anskizziert. Ja gut, also ich lese mal weiter vor. Also, dieses Fernsehbeispiel war sehr eindrücklich. Das zeigte also auf, dass jede sogenannte gutmenschliche und karitative Organisation wissenschaftlich unter dem dringenden Verdacht stehen muss, dass sie möglicherweise sogar aktiv Schäden setzt, um dann anhand der Spendengelder als Geschäftsführer gute Verdienste zu generieren. Ja? Das heißt, wenn eine Organisation sagt, ich kämpfe gegen das Übel A, dann müssen wir davon ausgehen, dass sie alles tut, damit das Übel A eventuell noch größer wird, auf jeden Fall aber erhalten bleibt, denn das ist die Gewinnquelle und die Geldquelle der gutmenschlichen Organisation. Gut, weiter geht's mit Krall. Also er regt sich auch darüber die Minuszinsen auf. Dabei, ich weiß jetzt nicht, ob das alles so schlimm ist. Also die Minuszinsen kann man doch auch verstehen als die schnellste Form der Steuererhöhung. In Wirklichkeit ist es doch so, wenn die Zinsen gesenkt werden, dann werden doch die Bürger enteignet. Ihre Sparkonten wäre das Gleiche, als wenn jetzt auf ihrem Sparkonto Steuern erhoben würden. Also jeder, der noch was hat, von dem wird jetzt eine Sondersteuer erhoben und das durch die Minuszinsen. Ja?
Gut, das ist doch, und damit wird quasi sozusagen, bevor man irgendwelche extremen Dinge passieren, wird einfach nur die Tatsache, dass wir alle immer unfähiger und immer dümmer werden und Deutschland immer dümmer und unfähiger und wie Professor Hans-Werner Sinn ja auch richtig gesagt hat, Europa auf dem absteigenden Ast ist und Europa sich dem Lebensstandard Afrikas langsam annähert, umso absurder ist es ja auch immer, dass immer gesagt wird, wir müssen doch jemand muss doch ein Einkommen haben, von dem er leben kann. Er muss eine Rente haben, von der er anständig leben kann. Wo denken Sie hin? In Afrika haben die Leute 1 Euro am Tag und müssen davon als Rentner leben und müssen davon und haben das als ganzes Einkommen, 1 Euro am Tag. Da fragt auch keiner, ob die davon anständig leben können, ja? Sondern wir sind gerade auf dem Weg Richtung Afrika und ja. Und jetzt weiß ich auch gar nicht, ob die, und dann spricht Dr. Markus Krall ja von der Zombifizierung der Unternehmen, aber da die Unternehmen uns ja sowieso alle Schaden zufügen, ist die Frage, ob das überhaupt eine Rolle spielt, ne? Ja, also deswegen zu dem Thema Europa, also passt auch übrigens, dass Dr. Hans-Georg Maaßen, der ja im Geiste eine gewisse Verwandtschaft hat mit Dr. Markus Krall, mit Professor Max Otte und Friedrich Merz, potenzieller Kanzlerkandidat der CDU und der Werteunion und so weiter. Dr. Maaßen spricht ja sogar für die Werteunion in Bergisch Gladbach. Schaut euch das Video an, Dr. Hans-Georg Maaßen in Bergisch Gladbach. Eine wirklich ganz tolle Rede, vieles Wahre. Ja? Er spricht über den Abstieg Europas und Deutschlands und die Leute, lauter richtige Details. Ja? Er spricht über das schlampige, inkompetente Deutschland, also nichts mehr Made in Germany und so, sondern das schlampige, inkompetente Deutschland. Und so weiter. Und da hat er vollkommen recht. Und jetzt, warum ist das aber, was er erzählt, trotzdem so gefährlich? Warum ist, obwohl er die ganze Zeit eine tolle Rede hält mit lauter Wahrheiten, warum ist das wahnsinnig gefährlich? Weil im Hintergrund mitschwingt, dass er als CDU-Mitglied und Mitglied der Werteunion, dass er im Hintergrund sagt, aber das hat alles nichts mit der sozialen Marktwirtschaft zu tun. Die ist toll. Trotzdem geht alles schief. Es geht alles im Land schief. Aber das System, in dem wir leben, spielt keine Rolle dabei. Das schwingt mit bei seiner Rede. Und das macht ihn auch so gefährlich wie Dr. Markus Krall. Denn die Wahrheit ist, es gibt nur eine Ursache für all die Hunderten von Missständen, die Dr. Maaßen in seiner tollen Rede in Bergisch Gladbach geäußert hat. Für die hunderten Missstände, für diesen Demokratieverlust und alles, was er schildert, gibt es nur eine Ursache: die soziale Marktwirtschaft. Denn wie gesagt, die soziale Marktwirtschaft ist ein System, das systematisch Irrtümer, gewinnbringende Irrtümer multipliziert und zu riesigen Erfolgen führt. Und Wahrheiten sterben aus. Und eine Kultur, die voll von Irrtümern ist geisteskrank, ist verrückt, ist irre, ist nicht geisteskrank im Sinne von psychotisch, also weil es ist ja keine Gehirnfunktionsstörung, aber sie ist völlig wirre und irre und handelt völlig falsch und extremistisch und chaotisch und so weiter. Und das erzeugt die soziale Marktwirtschaft. Ja, ja. Dann Krall. Noch einmal zum Thema Versuch und Irrtum. Das, wie gesagt, das 20. Hören des Videos bringt immer, der verschiedenen Videos von Dr. Markus Krall bringt immer neue Punkte und macht immer deutlicher, wo seine Zentralirrtümer liegt. Ja? Er spricht ja über Versuch und Irrtum, habe ich ja schon mal erwähnt, und
auch über Evolution. Das Problem ist nur, wenn jemand weder was von Psychologie noch von Evolutionsbiologie versteht und dann über psychologische Kategorien und evolutionsbiologische Ansätze redet, ohne sie tiefer zu verstehen, dann kommt eben nichts dabei raus. Ja? Dann kommt eben nur was ganz Schädliches dabei raus. Ja? Er sieht eben nicht, dass in der sozialen Marktwirtschaft alles pervertiert ist, ja, alles Kopf steht, ja. Er unterstellt ja quasi hier, es sei so, dass derjenige einer macht einen Versuch und es sei kein Irrtum, dann würde er den großen Erfolg haben, viele Kinder ernähren können und ein Handelsimperium begründen können. Die Wahrheit ist aber genau das Gegenteil. Derjenige, also quasi, es werden viele Dinge versucht. Und hier haben wir, wie gesagt, denjenigen, bei dem der Versuch, also der Trial, der Versuchsdurchgang daraus besteht, dass hier ein Mensch ist, der es gut meint, und gleichzeitig auch noch über Wahrheiten in seinem Denken verfügt. Also damit auch seinen Kunden Nützliches und Wahrhaftiges anbietet. Und hier ist der andere Versuch. Und das ist der Versuch eines Menschen, der es gut meint, der sich aber irrt und der sozusagen der wird den großen Erfolg haben, weil der seine Kunden letztendlich abzockt mit Irrtümern. Ja? Und das heißt also, Sie merken es, was ich selbst für Probleme habe, das auseinanderzuhalten. Aber Versuch und Irrtum. Krall ist sich nicht klar dabei, dass bei den Versuchen der Irrtum gewinnt und die Wahrheit der Irrtum ist. Ja, also ich noch einmal. Die Wahrheit erweist sich unter den Bedingungen der freien sozialen Marktwirtschaft, die uns der Dr. Krall hundertfach stärker noch aufbinden will, dieses Märchen von der freien sozialen Marktwirtschaft. Er will uns die auf den Hals setzen, die freie soziale Marktwirtschaft, den Killer freie soziale Marktwirtschaft. Bei der ist quasi, erweist sich die Wahrheit als der wirtschaftliche Irrtum, der ausstirbt unter den Bedingungen der freien sozialen Marktwirtschaft. Und der gewinnbringende Irrtum, der uns abzockt und uns schwersten Schaden zufügt zugunsten des Profites dieses Menschen hier, der Irrtum erweist sich als der erfolgreiche Versuch. Ja? Und das ist doch der Wahnsinn. Ja? Also das heißt, Dr. Krall fehlt jegliches echte psychologische, tiefere psychologische Wissen, wie man es ergoogeln kann bei den zweiten Scientists for Future 2, ja? 2.Scientists for Future II oder hier unten in der Infobox direkt zum Anklicken. Ja, also da sehen wir also noch einmal, also ich glaube, ich habe es jetzt einigermaßen hingekriegt, aber wie gesagt, ich versuche es nochmal, weil es so schwierig ist. Der Versuch, der besteht aus Wahrheit und Gutmeinen, also Gutmeinen und Wahrheit, der erweist sich als Irrtum im Rahmen der freien sozialen Marktwirtschaft, und der Versuch, Gutmeinen, sich aber irren und Schaden anrichten, erweist sich als der erfolgreiche Versuch in der sozialen Marktwirtschaft. Und Dr. Markus Krall unterstellt genau das Gegenteil von der Realität. Und deswegen ist seine Ideologie so saugefährlich. Sein Aberglaube ist wahnsinnig gefährlich. Und der andere natürlich auch. Ne? Die haben ja alle den ähnlichen Aberglauben. Und so gut und toll die Rede von Dr. Maaßen war, natürlich ist sein Aberglaube an die soziale Marktwirtschaft genauso das, was alles entscheidet, denn alles, was er beklagt, wird verursacht durch die soziale Marktwirtschaft. Ne? Ja, damit glaube ich, habe ich es für heute. Ja, das war's für jetzt. Ne? Also, tschüssi
Wahrheit studieren, zweite Scientists for Future 2, unten in der Infobox anklicken, abonnieren und so weiter. Und ja, wie gesagt, noch einmal, der schöne Schein und Dr. Markus Krall und alle diese Leute, Werteunion und so, fallen auf den schönen Schein rein. In Wirklichkeit sind das wahrscheinlich hier absolute Giftcocktails, die uns vergiften, ja? Alles verändert, alles irgendwie chemische Industrie verändert, lauter Gifte, die nicht nur Insekten töten, sondern die auch uns schwere Schäden zufügen. Und das will Dr. Markus Krall noch mehr liberalisieren, die Märkte noch mehr befreien und damit noch mehr Schäden für uns. Also er hat ja auch ganz klar gesagt, dass er die Medizin befreien möchte. Und noch einmal, der Arzt hier zum Schluss, der Arzt, der unsere Milliardärskönigin die Wahrheit sagt und sie wahrheitsgemäß behandelt und betreut, der stirbt aus. Und derjenige, der aus den Milliardärskönigen sozusagen Dauerpatienten macht, vielleicht sogar noch privat versicherte, gut zahlende Dauerpatienten macht, der sie aufgrund seiner Irrtümer, der Arzt meint es natürlich genauso gut wie der andere, aber dadurch, dass er Irrtümer in seiner Ausbildung gelernt hat, kann er nur diese Irrtümer anwenden, denn er hält die ja für wahr. Und diese Irrtümer führen dazu, dass er die Milliardäre, ohne dass es irgendeiner der Beteiligten merkt, in chronisch Kranke verwandelt, in Dauerpatienten, die nie mehr richtig gesund werden und die ihn immer wieder brauchen. Und dann verdient er richtig gut und entwickelt ein Medizinimperium, entsteht aus ihm ganze Generationen von Medizinprofessoren. Ja? Also unsere Milliardärskönige werden das Opfer von Dr. Markus Krall, Professor Max Otte, von potenziellem Kanzlerkandidat Friedrich Merz, von Dr. Hans-Georg Maaßen und der Werteunion, obwohl es alle gut meinen und viele gute Ideen haben und viele richtige Gedanken haben, erkennen sie nicht, dass die zentrale Ursache all dessen, was sie beklagen, die freie soziale Marktwirtschaft, der Raubtierkapitalismus der heutigen Welt ist, sozusagen. Der muss beendet werden. Tschüssi, bis bald.